So, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem, zweiten Projekt neben Let's Play SAMP, SMD, und zwar, Arma 3. Ich will mich jetzt für Arma 3 von Anfang an nicht irgendwie fest an ein, Format binden, wie jetzt zum Beispiel Altes Live oder ähnliches. Ich spiele einfach das, was ich gerade will. Und ja, was mir gerade Spaß macht. Beziehungsweise was ihr euch wünscht, dass ich mal spiele. So, ja, heute spielen wir eine Runde Wasteland. Ja, im Wasteland geht es eigentlich nur darum zu überleben. So, ich bin der Typ, der Fahrzeuge reparieren kann. Und ja, bin Independent, das heißt, ich darf jeden töten. Und habe bis jetzt nur eine Pistole und einen Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Gut. Navi? Nee. Oder halt ein GPS. So, das Quad werden wir jedenfalls nicht nehmen. Ich werde vermutlich auf Fahrzeug verzichten. Ausgenommen. Ich finde ein gepanzertes Fahrzeug. Nein! Inventar. Ein Fernglas. Aus dem Grund, damit ich das einfach viel zu gefährlich finde, jetzt hier rumzufahren und Lärm zu machen. Außer wir haben ein gepanzertes Fahrzeug, dem nicht so schnell was passiert. Wir haben kein Fadenkreuz, aber wir haben das Third-Person. So, ich werde in First-Person spielen. Auch wenn es Third-Person gibt. Weil ich das, einfach viel schöner finde. Und ja, es kommt noch mehr Feeling auf. Auf jeden Fall. Weiß, in der welche Ecke ein Gegner hockt und selbst riskieren muss, getroffen zu werden. Aber es ist jetzt langweilig, einfach so. Oh ja, da ist. Oh mein Gott. Ich werde mal die Strafen meiden. Das ist mir jetzt zu gefährlich. So, sind wir jetzt hier gerade mal circa 20 Leute. Also, dass ich jetzt auf jemanden treffe, ist eigentlich nicht sehr hoch. Das ist natürlich noch schön, einen Teampartner dabei zu haben, der ein bisschen den Rücken frei hält. Habe ich allerdings nicht. Okay, das weiß ich selber. Gott. Fahrzeug ist ja jetzt nicht wertvoll, dass man damit rumfahren kann, wenn man sieht, wie die hier rumstehen. Sondern eher, weil das Sachen sonst nicht. Ja, ich nehme mal das Maschinengewehr. Und Fernglas habe ich schon. Gut, das Quad. Werkzeugkasten. Und dann Visier. Großes Visier. So, wir haben zwar nicht die sniperfähigste Waffe, allerdings. Ja, auch keine Maschinenpistole. So, wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg zum Flughafen begeben. Und dazu brauche ich vielleicht doch einfach. Okay, ich dachte, ich hätte was gehört. Das kann sein, damit ich hin und wieder mal einfach schnell leise bin. Weil ich eben denke, ich höre was. Das ist mir zu gefährlich, ein Auto zu nehmen. Wir laufen.
Spieler. Ich weiß ja nicht. Schon verlockend, ne? Wir können natürlich auch einfach warten, bis ein Spieler ins Auto kommt und ihn abknallen und uns irgendwie hier oben verschanzen. Aber es könnte gut möglich sein, dass wir dann stundenlang warten. Wir nehmen jetzt einfach das Auto. Besser als ein Quad. Okay, wir haben nicht mehr besonders viel Sprit. Ist aber alles noch im Bereich des Möglichen. Okay, nach rechts oder nach links. Wird wenigstens ein bisschen schneller vorankommen für den Anfang. Spätestens vor dem Flughafen werden wir sowieso wieder auf zu Fuß wechseln. So, immer mit höchster Geschwindigkeit durch. Hat das kleinste Risiko, ja das größte Risiko vom Fahren her, das kleinste Risiko überfallen zu werden. Mit so einem Auto und so einer Ausrüstung sehr schlecht. Wir können hier schlecht einfach aus dem Auto rausknallen. Schützenpanzer oder eben ein Kampfpanzer, obwohl ich glaube eher ein Schützenpanzer. Ich weiß auch nicht warum, in Wasteland habe ich Performance einfach hier. Tür ist offen. Und das Licht ist an. Wäre genau die falsche Waffe. So ein Gebiet, aber ist egal. Nichts los. So. Motor ist an. Dann abspringen, damit der Motor anbleibt. Das Benzin leer läuft. Wir nicht noch irgendwas Gutes für jemand anders hinterlassen. Ich wäre am besten. Okay. Dann schätze ich mir so gut zu gehen. Und ist auch nicht besonders schnell. Aber gepanzert. Also solange uns hier jetzt keiner mit einem Raketenwerfer begegnet, sind wir eigentlich sicher. Und das geht eindeutig vor Geschwindigkeit. Sonst würde man ja auch keine Panzer benutzen. Die sind auch nicht besonders schnell. Geschwindigkeit wichtiger wäre als Panzerung, dann würde man einfach einen Sportwagen nehmen und dann ein Geschütz draufballern. Das ist eine komische Vorstellung. Scheiße. So, ich wollte kurz auf die Map gucken. Dem Auto. Träume mir jetzt auch mal unbedingt einfach so anzuhalten. Und zu gucken, so mit der Straße folgen. Kommen wir genau zum Flughafen. Gut. Wir fahren hier ab. Was da vorne?
damit hier niemand ist. Das war das Wichtigste.